Wie haben Sie denn dann trotz dieser Probleme, die Sie gerade benannt haben, einen Zugang gefunden zu den toten Eltern? Ja, eigentlich mehr über die Freunde, die das überlebt hatten, also die zum Beispiel mit meinem Vater zur Schulfarm in Scharfenberg gegangen sind und die dann später auch mit verhaftet waren und so. Und die dann, weiß ich, zu den Geburtstagen meiner Großeltern oder auch zu meinen Geburtstagen manchmal kamen und ja, und irgendwie kamen sie dann eben auch auf ihre Jugendzeit und was da so alles war. Und das hatte für mich aber etwas ja, mehr Normales. Also ja, die haben sich zusammen gefreut, die haben sich zusammen geärgert, die haben sich die haben übereinander gelacht, ja, und dieser Witz und der Humor ging weiter. Die blieben eben immer auch noch mit 80 Jahren Scharfenberger, ja. Und gleichzeitig war eben ihr Widerstand etwas, was von innen kam und was sie auch mit List und Witz gemacht haben, ja. Und wo man immer sagt, ja, warum war das denn nicht viel zu gefährlich? Das kriegte ich mit der Zeit mit, das hatte irgendwas mit ihrem Leben vor 33, mit ihren Auffassungen, aber auch mit ihrem Jungsein nach 33. Sie waren ja erst 17, 18 Jahre. Und das war eben so, dass sie diesen Kreis, in den sie zusammen hatten, dieser Freundeskreis, der gleichzeitig auch immer ein Widerstandskreis war, wo sie mit Aktionen oder Gesprächen oder Radioabhören ausländischer Sender und so weiter, ja immer damit auch verbunden und verknüpft waren, weil sie wach waren und politisch waren. Und dieses Politische und Persönliche ging bei denen also irgendwie ineinander auch über. Und es war, glaube ich, nur bei ein, zwei, die dann dadurch, dass sie ja, Partnerinnen fanden und sie dann der Meinung waren, das könnten sie ihren Partnerinnen nicht, dass sie dann dort rausgingen. Und insofern ja, war das Leben auch für meine Eltern, auch das, was sie dann eben über ihr Zusammenleben erzählten, durchaus etwas, was ich dann doch zunehmend auch nicht nur interessant, sondern für mich einfach etwas Schönes war, dass doch ihr Leben auch so nicht nur voller Kampf, sondern auch voller Freude war.